Also Stammzellen haben ja allgemein eine Riesenfaszination, weil, wie der Name sagt, das sind die Urzellen, die Mutter- oder Väterzellen, aus denen dann sich sozusagen ein ganzes Portfolio von unterschiedlichen Zellen mit unterschiedlichen Aufgaben ergeben. Für diese Zellen hat Petra Reinke eine ganz neue Aufgabe. Sie ist Ärztin und Wissenschaftlerin am BIH-Zentrum für regenerative Therapien. Ihr Ziel ist es, Patienten menschliche Zellen als Therapie zu verabreichen. Die Idee, gesunde Zellen als Heilmittel einzusetzen, basiert auf den Möglichkeiten, Stammzellen zu gewinnen und zu unterschiedlichen Körperzellen zu wandeln. Da es patienteneigene Zellen sind, wird eine spätere Abstoßungsreaktion verhindert. Mit dem Konzept der ATMPs möchte sie bislang unheilbare Krankheiten mit neuen Methoden bekämpfen. ATMPs kommt aus dem Englischen und bedeutet Advanced Therapeutic Medical Product. Zu Deutsch sind es eine neue Klasse von Medikamenten, die in der Regel zellbasiert sind, wo wir aus unterschiedlichen Bereichen des Körpers, aus dem Blut, aus Gewebe, die Zellen isolieren, die wir interessant finden, sie dann vermehren, sie genetisch modifizieren, stabilisieren können und mit Geweben unterschiedlichster Art auch wieder in Kontakt bringen können. Für Patienten wäre dies eine neue Chance bei bislang unheilbaren Erkrankungen, nämlich ihre eigenen Zellen so zu ATMPs zu verändern, dass sie sich im Körper gegen die Krankheit wehren können. Zwingende Voraussetzung für die Herstellung von ATMPs ist die absolute Reinheit der behandelten Zellen, die in den Menschen später wieder eingebracht werden. Dafür gibt es den Fachbegriff der Good Manufacturing Practice, kurz GMP. Im GMP-Labor gelten strenge Regeln, um die Zellen nicht zu verunreinigen. Dazu gehört eine strikte Kleiderordnung. Jeder Wissenschaftler im Reinraum muss sich mehrmals umziehen und in extra keimfreie Overalls schlüpfen, damit ja kein Fremdkörper, kein Partikel und kein Keim in das geschützte Labor kommt. Im GMP-Labor herrscht absolute Reinheit. Denn diese Zellen werden in den Patienten transplantiert und dürfen keine erneuten Krankheiten, Nebeneffekte oder Entzündungen verursachen. Das Besondere an einem GMP-Labor ist, dass die Luft sehr, sehr rein ist in dem Raum. Zum Vergleich, auf der Straße hat man Milliarden von Partikeln und hier in dem Reinraumlabor ist die Luft zu 99,75% partikelfrei. Im GMP-Labor werden Immunzellen vermehrt, gentechnisch verändert oder mit bestimmten Biomaterialien kombiniert. Man kann die Wirksamkeit bzw. die Freisetzung dieser Zellen heutzutage auch beeinflussen über unterschiedliche Strategien. Im Labor gilt eine strenge Qualitätsprüfung der Zellen, die für die Patienten gedacht sind. Bis es eines Tages zum regulären Einsatz von Zelltherapien kommt, ist noch viel Forschung an Stamm- und Immunzellen, aber auch an Qualitätsstandards und Herstellung dieser neuen, individualisierten Medizin notwendig. Aber Petra Reinke ist zuversichtlich. Man hat im Prinzip auch verstanden, dass dadurch Erkrankungen eine Chance haben, geheilt zu werden. Anders als mit Pillen, die wir einnehmen, oder mit bestimmten Medikamenten, die man Biologics nennt, wo es uns nicht gelingt, im Prinzip chronische Erkrankungen wirklich zu heilen, haben Zellen in ihrer Unterschiedlichkeit für unterschiedliche Anwendungen das Potenzial, wirklich zu heilen.